Der Finanzminister hat jetzt mit seinem Vorschlag die wahrscheinlich größte wirtschaftspolitische Debatte der Bundesrepublik Deutschland der letzten 20 Jahre angestoßen, und zwar zu Recht. Und deswegen erwarte ich auch vom Bundeswirtschaftsminister wirtschaftspolitische Vorschläge. Darüber wird in der Koalition aktuell und auch in den kommenden Tagen, wie Sie wissen, gesprochen werden. Da sind wir gespannt auch auf das, was Robert Habeck sich vorstellt. Es ist klar, dass wir eine Investitionsschwäche haben. Es muss mehr in den Standort Deutschland investiert werden, damit Jobs erhalten werden können und damit unsere Volkswirtschaft wieder wächst. Ich bin deshalb froh, dass der Bundeskanzler gesagt hat, er wünscht sich pragmatische Lösungen. Ich teile diese Einschätzung ausdrücklich. Christian Lindner hat in seinem Papier nicht nur pragmatische und fundierte Lösungen vorgestellt, sondern auch solche, die durchgerechnet und wirksam sind. Wir Grünen sagen ganz klar, wir wollen in dieser Koalition Verantwortung übernehmen, solange wie diese Legislaturperiode gilt. Das ist aus meiner Sicht unser Job, und ich habe gerade über die Wahlen in den USA gesprochen, ich habe über die Lage der Wirtschaft in diesem Land gesprochen, ich habe über die Notwendigkeit von Klimaschutz gesprochen. All das ist ein Auftrag, was hinzukriegen, und all das ist kein Auftrag dafür, wegzulaufen. Und deswegen appellieren wir an diejenigen, die vielleicht nachdenken in dieser Koalition, ob sie bleiben wollen oder nicht, dass sie auch entschlossen sind, diese Koalition gemeinsam erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Es ist eine Situation, die der Bundeskanzler nicht zu verantworten hat. Was er verantwortet ist, dass er zu einem industriepolitischen Gipfel eingeladen hat, weil es ihm wichtig gewesen ist, mit den Tarifvertragsparteien, mit den Unternehmen, mit den Gewerkschaften darüber zu reden, wie der Wirtschaftsstandort gesichert werden kann. Dass dann andere Papiere und weil man vielleicht etwas verschnupft war, dass man nicht dabei war, auch noch plötzlich zu Gegenveranstaltungen eingeladen hat, das fand ich albern. Das habe ich schon mal gesagt, und ich bin der festen Überzeugung, dass man eine solche Art von Politik hinter sich lassen muss. Das hat dieses Land verdient, das haben die Bürgerinnen und Bürger auch verdient, die sich auf eine verlässliche Politik auch weiterhin verlassen müssen. Ich appelliere an jeden, in dieser Zeit, wo der Souverän, nämlich die Wählerinnen und Wähler, dieser Koalition eine parlamentarische Mehrheit gegeben hat, und einige haben ja dafür auch den Begriff der Fortschrittskoalition erfunden und behaupten immer noch, sie hätten das Copyright darauf, die auch darüber durchaus nochmal zu ermutigen, weiterhin eben alles dafür zu tun, mit aller Kreativität auch diesem Land Halt zu geben.